Liebe Modellbahnfreunde, in diesem Erklärvideo zeigen wir Ihnen, wie Sie den Link S88 mit einem normalen S88 Rückmeldedecoder erweitern können. In einem vorhergehenden Video haben wir bereits den Link S88 gezeigt, wie man den anschließt an unsere Central Station 3. Wenn jetzt die 16 Kontakte von dem Link S88 verbraucht sind, dann können wir dieses Gerät erweitern. Und zwar hinten an dem Link S88 haben wir verschiedene Busschnittstellen, wo wir unseren normalen herkömmlichen S88 AC oder DC an den Link S88 anschließen können. Beim S88 AC oder beim S88 DC ist in der Verpackung beiliegend ein Netzwerkkabel. Für den Anschluss an unserem normalen S88 schließen wir hier in der Pfeilrichtung immer zeigend auf den Link S88 oder auf die Zentrale das Kabel an. Beim Link S88 haben wir mehrere Möglichkeiten. Und zwar hier oben haben wir die Beschriftung Bus 1, Bus 2 und Bus 3. Die S88 AC und S88 DC können an Bus 1 und Bus 2 angeschlossen werden. Der Bus 3 hat einen sechspoligen Anschluss für unsere älteren Rückmeldemodule des S88, und zwar die 6088 oder 6088.0. Zu beachten ist aber, hier müssen wir dann den Schalter von 12 Volt auf 5 Volt stellen. Beim ersten Modul ist es egal, ob Sie den jetzt an Bus 1 oder an Bus 2 anschließen. Hier liegt es besser, dass ich das an Bus 2 anschließe, deswegen stecke ich auch das Kabel an Bus 2 an. Um noch einmal die Dateninformation zu bekommen, haben wir hier unser Märklin CAN Bus und den schließen wir an unserer Central Station an. Zum guten Schluss kommt dann noch das Schaltnetzteil. Nun bekommt der Link S88 Strom und die Verbindung, die Datenverbindung zur Central Station ist hergestellt. Nachdem wir die Verbindung jetzt hergestellt haben, müssen wir in der Central Station eine Einstellung vornehmen. Und zwar, wir gehen hier an System und dann wählen wir hier den Link S88 aus. Unter Einstellungen finden wir dann Länge Bus 1, Länge Bus 2 und Länge Bus 3. Weil wir jetzt ein Modul an unseren Bus 2 angeschlossen haben, geben wir hier auch eine 1 ein. Das heißt, es ist ein Modul an den Bus 2 angeschlossen. Hier an unserem Testgleis haben wir zwei Kontakte verbaut. Der eine Kontakt wird an dem Link S88 angeschlossen. Der zweite Kontakt wird an unserem S88 AC angeschlossen. Das machen wir jetzt als erstes.
In der Mitte gibt es noch ein braunes Kabel. Das können wir hier an den Link S88 anschließen. Der Anschluss muss nur an einen der beiden Seiten hergestellt werden. Beim Link S88 haben wir jetzt diesen Anschluss getätigt. Beim S88 AC gibt es ebenso wieder diese Masseanschlüsse. Da dürfen wir aber nichts mehr anschließen. Also hier bitte keine weitere Masse anschließen, sonst kommt es zu Irritationen in unserem S88 Bus. Jetzt kommen wir zum Anlegen von unseren S88 Kontakten. Hier können wir entweder in unserer Artikelliste auf das Pluszeichen drücken oder über Bearbeiten Artikel hinzufügen. Und dann wählen wir S88 Kontakte aus. Hier ist mein Kontakt jetzt direkt auf den Gleisformatprozessor, das heißt also auf den internen Anschluss in der Central Station 3 Plus eingestellt. Das möchten wir jetzt verändern, weil wir ja den Anschluss über den Link S88 getätigt haben. Das heißt, wir wählen hier den Kontakt aus, so dass er blau markiert ist. Und dann wählen wir hier unten Transfer an Link S88 aus. Wir klicken einfach nochmal das an und automatisch verschwindet dieser Kontakt jetzt vom GFP3 und ist bei unserem Link S88 aufgetaucht. Jetzt müssen wir noch eine Einstellung vornehmen. Und zwar der Kontakt 1, den haben wir direkt an unserem Link S88 angeschlossen. Das heißt, wir müssen hier die Einstellung auch bei Bus auf direkt einstellen. Automatisch wird das Modul ausgegraut, weil es gibt ja nur ein Link S88 im System von diesem Bussystem. Danach können wir Kontaktnummer eingeben, 1, 2, 3 bis 16. Wir haben den Kontakt jetzt auf dem ersten Kontakt angeschlossen, deswegen belassen wir die Kontaktnummer. Danach können wir mit OK bestätigen und der Kontakt ist angelegt. Um den zweiten Kontakt anzuschließen oder anzumelden, müssen wir einfach hier wieder auf das Pluszeichen drücken oder wir gehen wieder auf Bearbeiten, Artikel hinzufügen und S88 Kontakte. Da wir als letztes beim Link S88 einen Kontakt angelegt haben, wird automatisch hier auch der zweite Kontakt verknüpft, sodass das auf dem Link S88 ist. Wir müssen also keinen Transfer an den Link S88 herstellen. Das Einzige ist, weil wir den zweiten Kontakt an unseren normalen S88 an Bus 2 angeschlossen haben, müssen wir hier dann den Bus auswählen, und zwar Bus 2. Und hier wird dann von dem grauen Modul, vom ausgegrauten Modul, dann eine 1 auftauchen. Das heißt, hier haben wir das erste Modul. Wir können hier weiterklicken, sodass wir zweites oder drittes Modul und so weiter. Wir haben nur ein Modul, deswegen bleibt es bei Modul 1. Auch hier haben wir den Nummerbereich bei den Kontakten zwischen 1 bis 16. An unserem normalen S88 haben wir das ebenso an dem Kontakt Nummer 1 eingestellt. Das müssen wir natürlich auch so eingeben. Und das war es dann mit der Einstellung. Das heißt, wir können mit OK bestätigen und wir können jetzt testen. Wir testen jetzt das Ganze mit einem Wagen. Das heißt, wir schieben den einfach jetzt auf den ersten Kontakt und wir sehen,
Der K1 wurde geschaltet. Fahren wieder runter und der Kontakt 1 ist erloschen. Das gleiche machen wir jetzt mit dem zweiten Kontakt. Das heißt, wir fahren drauf und K2 ist angeschalten. Wir fahren wieder runter und er ist wieder erloschen. Und somit haben Sie jetzt wieder 16 Kontakte. Das heißt, wenn die wieder aufgebraucht ist, kann man direkt an den normalen S88 hier weitergehen mit dem nächsten S88 AC oder DC. Sie können aber auch an den Link S88 dann an den Bus 1 weitergehen. Das ist dann Ihnen überlassen. Wenn Sie möchten, und geht natürlich auch, dass Sie mehrere Link S88 auf Ihrer Anlage verteilen und darüber dann die ganze Rückmeldung herstellen. Wir hoffen, dass wir Ihnen weiterhelfen konnten und freuen uns, wenn Sie das nachbauen.